Moin, Herr Lübben, so sagt man das hier, oder? So sagt man das hier, Herr Andrang. Jo. Guten Morgen. Wir sind hier auf Ihrem Hof in der Nähe von Oldenburg in Edewecht, richtig? Richtig. Und quasi in der Kommandozentrale ja, Ihrer Milchproduktion, kann man da sagen, ja, oder? Ja, hier in diesem Raum laufen also alle Daten zusammen. Wir sehen also hier die täglichen Milchmengen. Also wer hat denn heute bisher, wer liegt denn heute bisher vorne? Das wird die 173 sein. 173 hat sie keinen Namen, heißt sie nicht Elvira, Ilse oder? Ja, die haben auch alle noch einen Namen. So, die hat so heute 55 Liter gehabt. So. Das ist aber schon gewaltig, weil ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt sehr, auch sehr viel, ja. Und die 20 Liter machen, die kommen morgen zum Schlachter, oder wie funktioniert nein, das? Nein, also die M... Kriegen mehr Futter? M, ja, natürlich. Also jeder Liter muss erfüttert werden. Ja. Im Laufe der Laktation nimmt die Milchmenge natürlich ab. Okay. Wenn Sie also mit der, also nach der Kalbungsdaten sind relativ hoch mit der Milchmenge, ja, und dann geht es also laufen bis zum nächsten Kalbung wieder bergab. Können wir uns die 173 mal angucken und die Fütterung? Die Kuh? Und die Melkung, ja? Die, das weiß ich nicht. Die Kühe laufen also frei im Stall. Ich suche die mal. Ja, gut. Okay. Wenn Sie die suchen wollen, gerne. Alles klar. Ja, da haben wir jetzt die 173. Ja, die erleichtert sich gerade, die 173. Ja, sieht man hier auch. Mensch, 173, das hast du dir verdient. Ja, Mensch, haben wir sie doch gefunden. Ja, toll. Wir haben sie gefunden. Sie haben gesagt, das mit dem Kraftfutter kann man genau messen. Die fressen aber auch ganz viel von dem, was hier liegt. Aber das ist kein Kraftfutter, oder? Nein, das ist das Grundfutter. Also Grassilage, Maissilage. Und die schmeißen sie hier so hin, ne? Ja, mit einem Futtermischwagen. Also hochtechnisiert. Also okay. Mit Handarbeit ist so viel nicht mehr. Nee? Nein, nee. Und die Kraftfuttermischung, das wird aber auch automatisch gemacht, oder? Ja. Das Kraftfutter wird auch geliefert, ist ein Zugkraftfutter, kommt in Silos, wird über eine Futterstation zugeteilt. Ja. So, und das kann er dann natürlich genau messen. Individuell? Pro Kuh? Pro Kuh. Jede Kuh wird also für sich einprogrammiert, beziehungsweise das Programm macht das sogar selber. Aufgrund der Milchmenge also erhöht und reduziert er die Zuteilmengen beim Kraftfutter. Faszinierend. Okay, jetzt sehe ich da was Rotes blinken, das heißt, er sucht sich den Euter jetzt, oder? Ja, das ist eine Kamera mit Lasern, die sucht also jetzt die Zitzen. Wahnsinn. So, und das geht also rund um die Uhr, ne? Also 24 Stunden, ja? Melken die. Ja, ja, das Ding schaltet nicht aus. Vom Rhythmus der Kühe ist das okay, weil früher hat man gesagt, die brauchen irgendwie das ist viel, früh morgens. Das ist viel, viel besser. Weil die Kuh kann also dann hingehen, wann sie will, so eine Kuh mit 50 Litern kann auch viermal am Tag melken. So. Ne? Also ja, aber früher nur zweimal, dann ja, hat die richtig geschrien. Dann hat die ja richtig Druck. So, dann ja hat die auch schon Schmerzen im Euter. So, und ja, das ist natürlich hier vorbei. Und die Milch schmeckt wahrscheinlich auch hervorragend, oder? Selbstverständlich. Das können wir gleich noch mal einmal probieren. Ja, toll. Wir können mit einem Glas Milch anstoßen. Ja, gerne. Direkt aus der Kühlung. Cool. So. Schön. Ja. Dann sage ich Prost, Herr Lübben. Herzlichen Dank für die tolle Milch. Wir vier, das sind Vertreter des Deutschen Milchkontors, des Genossenschaftsverbands Weser-Ems und der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken hier in und um Oldenburg. Wir machen uns sozusagen als die vier Musketiere genossenschaftlich gleich auf den Weg der Milch, kann man sagen, von der Melkerei zur Molkerei. Prost, Herr Lübben, herzlichen Dank. Lasst euch schmecken. Ah, sehr gut. Herr Lübben, tschüss. Tschüss. Wir vier gehen zur Molkerei.